Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kommt sie also, die zweite Teamanalyse, und ein nicht unbekannter Verein wird analysiert, und zwar der Eskra Grizzly. Hat ja auch selber einen YouTube-Kanal, die meisten von euch sollten ihn kennen, und heute wird also sein Verein analysiert. Wir beginnen wie üblich mit dem Team. Wir sehen hier also ein Durchschnittsalter von 22,4 Jahren und eine Stärke von knapp 90. Auch der Teamwert ist nicht uninteressant, knapp 50 Millionen ist sein Teamwert. Er hat mir übrigens auch dazu eine Nachricht geschrieben. Die Screenshots sind ja schon ein paar Tage alt und er hat mir also eine Nachricht geschrieben, dass sein Teamwert erheblich gestiegen ist. Dazu verliere ich am Ende dieses Videos noch ein paar Worte. Also wir merken uns mal einen Teamwert von knapp 50 Millionen Euro, ein 11-Mann-Kader, eine Stärke von knapp 90 und ein Durchschnittsalter von unter 23 Jahren. Jetzt schauen wir uns den Kader noch im Detail an. Das Ganze ist jetzt nicht so interessant, da er nur 11 Spieler hat und wir uns gerade eben schon die Grunddaten angeschaut haben. Trotzdem hier nochmal ganz kurz der Kader im Detail. Sein Team ist nicht auffällig stark für ein über 15 Saisons altes Team. Sein Verein besteht ja schon seit 16 Saisons. Er ist jetzt in seiner 17. OFM-Saison. Und da finde ich dieses Team nicht außergewöhnlich stark. Es ist in Ordnung auf jeden Fall und er bekommt dafür 5 von 10 möglichen Punkten, also ein ausreichend, also eine 4. Jeder muss hier nochmal beachten, das sind die härtesten Teamanalysen aller Zeiten und da zu bestehen ist nicht so einfach und er besteht auf jeden Fall die Disziplin Kader. Nun kommen wir zur nächsten Disziplin. Ihr habt es schon gelesen, es geht jetzt also um die Freundschaftsspiele. Und das ist auf jeden Fall eine ärgerliche Kategorie für den Eskra Grizzly, denn wir erkennen hier, es läuft nicht so rund. Am 10. Spieltag hat er das Spiel nicht angepfiffen, er hat das Ganze auch in seinem Video erklärt, also hat er sich scheinbar bei der Stärke vertan. Und so muss ich hier auf jeden Fall einen Punkt dafür abziehen, dass er ein Spiel nicht angepfiffen hat. Generell sind die Gegner nicht so gut ausgewählt wie die letzten Saisons beim Eskra Grizzly. Da hatte er sich immer die Friendly Partner rausgesucht und immer einen Sechserpack gegen diese veranstaltet. Nun scheint er sich die nicht mehr rauszusuchen und mir gefällt das Ganze hier nicht wirklich gut. Generell ist hier zwar ein Plan zu erkennen, also er möchte ein bisschen Geld verdienen und Erfahrungspunkte verdienen für seine Spieler. Trotzdem passt mir hier einiges nicht. Die Prämien schwanken, er holt nicht jeden Tag die maximal mögliche Prämie rein. Die durchschnittliche Toranzahl ist ganz in Ordnung, also er schießt schon ein paar Tore pro Spiel. Und auch ein bisschen schuld ist seine Liga, denn in seiner Liga kann er sich noch nicht wirklich die optimalen Gegner raussuchen. Er kann maximal 60.000 Euro Antrittsgeld zahlen und kann auch maximal natürlich für 60.000 Euro Spiele annehmen. Insgesamt würde er hier von mir 5 Punkte bekommen. Da aber ein Spiel gar nicht stattgefunden hat, ziehe ich ihm noch einen weiteren Punkt ab. Das ist hier die härteste Teamanalyse aller Zeiten und so bekommt er hier von mir 4 von möglichen 10 Punkten. Jetzt kommen wir also zum Stadion, ihr habt es wieder gesehen. Ich hoffe, euch gefallen so ein bisschen die Übergänge, dass ich da immer so ein Bild zwischensetze. Und das Stadion sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Das Waldhüttenstadion, so heißt es glaube ich, ich habe leider in diesem Screenshot Waldhüttenstadion geschrieben, hat über 40.000 Plätze, um genau zu sein 45.594 Plätze, alles Sitzplätze überdacht, also wirklich ein klasse Stadion. Auch die Sicherheit hat schon eine Stufe von 2, wirklich gut, das restliche Umfeld mit einer Stufe von 1 ist auch wirklich gut dabei. Der Eskra Grizzly ist wirklich erst in seiner 17. OFM-Saison, das ist zwar schon recht lange für die meisten Spiele, aber bei OFM sind 17 Saisons tatsächlich noch nicht extrem lange und das Stadion gefällt mir für die Zeit wirklich schon gut. Jetzt wollen wir noch zu den Stadioneinnahmen kommen. Die Stadioneinnahmen vermiesen dem Eskra Grizzly nicht, wie beim letzten Verein, die Punktzahl. Die sehen auf den ersten Blick zwar nicht sonderlich gut aus, das Ganze hat aber einen entscheidenden Grund. Der Eskra Grizzly hatte bis zu diesem Zeitpunkt wirklich nur sehr, sehr einfache Gegner. Das heißt, er hatte gar nicht die Möglichkeit, das große Geld einzunehmen. Daher bekommt er von mir 13 von möglichen 15 Punkten für sein Stadion. Man kann natürlich jetzt sagen, Z. Boban zum Beispiel hatte schon nach 15 Saisons ein 160.000 Plätze Stadion. Aber das Ganze muss man immer relativ betrachten.
Der SK Christie hat hier seinen ersten OFM-Verein und macht wirklich einen guten Job, hat ein gutes Stadion und deswegen bekommt er von mir 13 von möglichen 15 Punkten. 3 Punkte mehr sind sicherlich noch drin, wenn man nach 15 Saisons ein 150.000 Plätze Stadion hat, aber insgesamt gefällt mir das hier wirklich sehr, sehr gut. Ja Leute, bei meinen Teamanalysen bekommt ihr ja einen tiefen Einblick in jeden Verein. Die meisten Leute wissen natürlich vom SK Christie den Kontostand, da ihr selber YouTube-Videos bringt, aber trotzdem hier mal der Screenshot von seiner Startseite. Wir erkennen hier also, er hat über 80 Millionen Euro auf dem Konto und das ist schon ziemlich beeindruckend. Er bekommt von mir 8 von 10 möglichen Punkten. Ein paar Punkte muss ich auch hier wieder nach oben offen lassen, da es sicherlich auch Vereine gibt, die die ersten 15 Saisons lang nur traden und sogar vielleicht einen Kontostand von über 500 Millionen Euro erreichten. Der SK Christie hat sich auf viele Sachen konzentriert, aufs Stadion, aufs Stammteam und deswegen bekommt er hier 8 von 10 möglichen Punkten. Also bis jetzt der beste Wert, sein Kontostand. Und im Hinterkopf kann man sich ja auch mal behalten, für dieses Geld könnte er ja durchaus auch sein Stadion ausbauen und die Monstertribüne in Auftrag geben. Also wirklich, mit dem Geld kann man viel machen. 80 Millionen Euro ist schon eine Menge. Ja Leute, ihr habt gerade schon die beiden Würfel gesehen, jetzt geht es ums Trading. Und wir erkennen hier erstmal seine kompletten Trading-Spieler. Es gibt noch einen zweiten Screenshot, da das Ganze nicht auf einen draufgepasst hat. Und wir erkennen unten seinen Reingewinn. Also ein Spiel habe ich mal markiert, mit dem er nur 100.000 Euro Gewinn gemacht hat. Und ein Spiel habe ich mal markiert, mit dem er sogar über 450.000 Euro Gewinn gemacht hat. Deine gesamte Bilanz über 2 Saisons verteilt war ein Plus von 15,5 Millionen Euro aufgerundet. Das ist nicht schlecht. Wir schauen uns gerade noch den zweiten Screenshot an. Dort hat er mit einem Spieler über 1,2 Millionen Euro Gewinn gemacht und ein wieder nicht ganz so erfolgreicher Spieler mit über 180.000 Euro Gewinn. Aber ganz wichtig, er hat mit jedem einzelnen Spieler einen Gewinn erzielt. Das heißt, hier war kein Spieler dabei, der den Gewinn insgesamt schmälert, sondern er hat mit jedem Spieler einen Gewinn erzielt. Wie viele Punkte das gibt, das erfahrt ihr am Ende. Ich möchte ja, dass ihr dran bleibt und der Tradingsgewinn, der ist immer ganz interessant, aber auch wie viele Punkte ich natürlich dafür gebe, ist, denke ich, mal interessant für euch. Das Ganze erfahrt ihr am Ende dieses Videos. Wir machen einfach mal weiter. Ja Leute, der Pfeil nach oben hat es ja schon angezeigt, wir sind jetzt beim Thema Erfolg. Zwischen den ganzen Fairplay-Pokalen haben sich 3 Pokale insgesamt versteckt und der kleinste von diesen ist der wichtigste wohl, der Sieg im Never Give Up Tournament, also dem Partnerturnier des Prater-Turniers. Das konnte er einmal gewinnen, ansonsten können wir hier nicht wirklich großartig Erfolg erkennen. Einmal hat er noch die Torschützenkanone geholt und einmal ist er aufgestiegen, ansonsten aber wie gesagt hier nichts zu erkennen. Er bekommt von mir 2 von 10 möglichen Punkten. Wie sich das Ganze unterteilt hat, das sehen wir dann auch wieder in der Endauswertung. Die Fairplay-Pokale, die werden von mir aber auch nicht unbeachtet gelassen. Das Ganze gibt noch ein paar Punkte bei den Bonuspunkten, dazu kommen wir auch später. Ja Leute, wie nicht anders zu erwarten, sind wir jetzt bei den Bonuspunkten und er bekommt 2 Bonuspunkte von mir dafür, dass er YouTuber ist und auch, dass er mich abonniert. Finde ich natürlich klasse, insgesamt gibt es dafür von mir 2 Extrapunkte. Dann haben wir hier noch einen sehr charmanten Versuch, ein paar Punkte mehr an diesem Teamcheck zu erzielen. Er hat mir geschrieben, sein Teamcheck ist in Kürze gestiegen. Am 18. Spieltag war ihr Aufwertungsspieltag und sein Teamwert ist von 44 Millionen auf 57 Millionen Euro gestiegen. Ist natürlich eine gewaltige Explosion, aber dafür gibt es jetzt nicht mehr Punkte. Erstens, ich muss den Teamcheck natürlich immer an einem Tag aufnehmen und kann das Ganze nicht nachträglich noch ändern. Zweitens ist natürlich auch nach jedem Aufwertungstag der Teamwert ein bisschen weniger wert. Ich erkläre das Ganze mal. Beispielsweise 17-jährige Dreier Anfang der Saison sind ja eigentlich deutlich besser wie 17-jährige Dreier Ende der Saison. Trotzdem haben sie den gleichen Marktwert. Beispielsweise man kauft sich Anfang der Saison 17-jährige Dreier. Am 27. Spieltag werten die sich alle auf 17-jährige Fünfer auf.
Wenn ich jetzt von diesem Verein den Teamwert Anfang der Saison bilde, dann schaue ich auch, dass die Bewertung dort etwas höher ist, als wenn ich den Teamwert Ende der Saison nehme. Also da muss ich auf jeden Fall darauf achten, an welchem Spieltag ich diesen Teamwert mir anschaue. Das Ganze wird von mir aber auch wirklich beachtet. Ich habe so ein ungefähres Gefühl dafür und gerade bei jungen Teams muss man da sehr drauf achten. Wie gesagt, ich mache das Ganze so ein bisschen dem Gefühl nach. Sicherlich kann man sich über den einen oder anderen Punkt in jeder meiner Teamanalysen streiten. Dann machen wir jetzt aber mal weiter mit den Extrapunkten. Es gibt 3 Extrapunkte für dieses schöne Vereinswappen und 3 Extrapunkte für seinen eigenen Fun Cup, das Praterturnier. Mittlerweile ja schon Silberstatus, ich nehme meistens teil und ich bin auch Rekordsieger in diesem Turnier. Insgesamt also 6 Extrapunkte in diesem einen Screenshot für das Wappen eben 3 und 3 Punkte für seinen eigenen Fun Cup. Ich habe es gerade eben schon angekündigt, jetzt kommen wir also noch zum Fair Play. Insgesamt bekommt er von mir beim Fairplay 5 Extrapunkte. Er hat dort ja wirklich einige Trophäen abgestaubt. Seine ganze Vitrine steht ja voller dieser Fairplay-Pokale. Und auch sein aktueller Fairplay-Koeffizient liegt ungefähr bei 2,0, ist also gut dabei. Und daher bekommt er von mir 5 Extrapunkte beim Thema Fairplay. Ja Leute, da wären wir auch schon beim Ende angekommen, bei der Endauswertung. Und dort ist mir leider ein kleiner Fehler unterlaufen. Ganz kurz ein paar Worte von mir zu der Endauswertung. Zur Mannschaft, zum Kontostand und zum Stadion könnt ihr euch die ganzen Sachen selber anschauen, wie ich dort die Punkte verteilt habe. Auch beim Erfolg, denke ich, kann man da Rückschlüsse aus dem ziehen, was ich gesagt habe. Interessanter werden da vielleicht schon die Freundschaftsspiele. Dort habe ich 2 Punkte für die Einnahmen gegeben, da die Prämien schwanken. Und immerhin 6 Punkte noch für die Förderung, da die Torquote nicht ganz so schlecht ist. Beim Trading habe ich 7 Punkte für das Stammteam-Trading gegeben und 6 Punkte für das weitere Trading. Warum ich da jetzt insgesamt 8 Punkte gegeben habe, kann man sich sicherlich fragen. Das ist wie gesagt der Fehler, der mir dort unterlaufen ist. Insgesamt geht das natürlich nur 7 Punkte. Ich runde das Ganze auf und insgesamt bekommt er also 7 Punkte fürs Trading. Das heißt, bei der insgesamten Punktzahl müssen wir einen Punkt abziehen. Er hat insgesamt 52 von 85 Punkten von mir erhalten. Natürlich stimmt das in Klammern immer noch, plus 4 Punkte muss es dann aber heißen und er hat 65%. Dann habe ich auch nochmal aufgeschrieben, wie sich die Extrapunkte verteilt haben. Insgesamt schließt der SK Christie diesen Fun Cup mit 65% ab. Ich rechne hier immer 3 Punkte dabei, da jedes Like, das dieses Video erhält, einen Extrapunkt für den SK Christie gibt. Wir nehmen jetzt also einfach mal diese 65% an, dann hat der SK Christie diesen Teamcheck mit einer glatten 3 absolviert. Das ist wirklich eine gute Note, man muss bedenken, es ist die härteste Teamanalyse aller Zeiten und er hat also bestanden, nicht nur, sondern er hat immerhin eine 3. Nicht so schlecht. Beim letzten Mal gab es ja eine 2- von mir, aber wenn dieses Video jetzt richtig viele Likes erhält, dann hat der SK Christie natürlich auch noch Chancen am letzten Teamcheck oder an der letzten Teamanalyse punktemäßig vorbeizuziehen. Also wenn ihr Fan vom SK Christie seid, dann lasst doch ein Like da. Wenn ihr euch das Video gefallen hat, dann lasst auch ein Like da. Ich hoffe, es ist mir schon besser gelungen als beim letzten Mal. Dieser eine kleine ärgerliche Fehler hier in der Endauswertung. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bald wird nochmal ein kurzes Infovideo kommen. Und ciao.